Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass mit der Absetzung von Roland Hartwig als Leiter der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz der AfD deutlich wird, es führt an einer Parteineugründung kein Weg vorbei. Schauen wir zunächst, welche Auswirkungen die Absetzung von Roland Hartwig hat in der Öffentlichkeit. Roland Hartwig gilt als jemand, der Andreas Kalbitz in Schutz genommen hat. Jetzt kann man sagen, Jörg Meuthen hat ihn 2019 auch in Schutz genommen, als er gesagt hat, Andreas Kalbitz hätte sich nichts zu Schulden kommen lassen, seit er bei der AfD war. Er sei ganz sicher kein Rechtsextremist, aber er hat in der Öffentlichkeit das Gegenteil bewirkt. Also den gegenteiligen Eindruck vermittelt, indem er Andreas Kalbitz unbedingt aus der Partei loshaben wollte. Die angebliche Begründung ist zwar, er habe verstoßen, dass die AfD eine Unvereinbarkeitsliste habe, er habe seine Angaben nicht richtig gemacht. Aber was versteht der Bürger? Der Bürger versteht, Jörg Meuthen möchte Andreas Kalbitz unbedingt loswerden. Und warum möchte er ihn unbedingt loswerden? Weil er rechtsextrem ist. Das bedeutet aber, dass nicht nur Andreas Kalbitz davon betroffen ist, sondern alle Leute, die unmittelbar mit Andreas Kalbitz verbunden sind. Das heißt, damit wird ein ganzer Teil der Partei rechtsextrem geframed. Indem jetzt Roland Hartwig abgesetzt wird, wird dieser Frame gestärkt. Dieser Rechtsextremismus-Frame des Flügels, des ehemaligen Flügels und aller Personen, die zu Andreas Kalbitz stehen. Das bedeutet, dass es dem Bürger noch besser vermittelbar ist, dass der Verfassungsschutz die AfD beobachtet. Denn darum geht es in Wahrheit. Gerichte können die AfD nur begrenzt schützen. Auf Dauer kippen die Gerichte zugunsten der Stimmung der Bevölkerung. Außerdem wird das Bundesverfassungsgericht von Politikern besetzt, von den Altparteien, und sie besetzen es immer mehr politisch. Ein gutes Beispiel ist der aktuelle Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts, der sich unsäglich über die AfD geäußert hat. Warum muss jetzt deswegen eine Partei neu gegründet werden? Schauen wir uns zunächst an, wie abgestimmt wurde. Es gab nur eine Gegenstimme und 4 Enthaltungen. Der Rest hat dafür gestimmt. Das bedeutet, die Leute, die Teile der AfD beschädigen, den Flügel, sie haben freie Bahn. Sie haben keine Gegenwehr. Und diese ganzen Leute, sie sind überall in der Partei. Mir wird von verschiedenen Quellen berichtet, dass die Leute an der Parteibasis demotiviert sind und austreten. Zugunsten von Postenjägern aus dem Meutenlager. Viele denken jetzt, Parteigründung, nein, das ist doch eigentlich auch falsch, weil Jörg Meuthen und diese ganzen Leute haben doch eigentlich die richtige Position. Deswegen muss man zusammenhalten und das irgendwie lösen und außerdem, die sind ja eigentlich im richtigen Lager. Es ist aber so, dass die AfD mit Hilfe von Jörg Meuthen durch die Öffentlichkeitsarbeit, die er geleistet hat, hat er mitgeholfen, dass der Verfassungsschutz die AfD jetzt beobachtet. Eben weil es dem Bürger jetzt vermittelbar ist. Es die Altparteien dem Bürger verkaufen können. Das heißt, ein Teil der AfD wird aus dem Weg geräumt. Dann können sich die Meuthen-Leute ja denken, okay, jetzt sind die weg, jetzt können wir ja unsere konservative Politik machen. Jetzt werden wir ja nicht negativ geframed. Aber das ist ein Trugschluss. Ich denke mir auch, Meuthen ist sich dem bewusst. Und er hat ein anderes Kalkül. Alle Leute, die bestimmte Positionen beziehen, die eine lupenreine Vergangenheit haben außerhalb der AfD, Hans-Georg Maaßen, Thilo Sarrazin und eine Vielzahl anderer, sie werden schlecht gemacht, wenn sie sich falsch politisch äußern. Und so ist es vollkommen klar, dass die Altmedien jederzeit, wenn das, was Jörg Meuthen macht, oder was heißt die Altmedien, die Linksextremen, die Altmedien dominieren und unter ihre Kontrolle gebracht haben. Sie haben Jörg Meuthen jederzeit in der Hand und können den Daumen senken. Unter meinen Videos, die Meuthen-Anhänger, sie sind in der absoluten Unterzahl. Das heißt, Jörg Meuthen und seine Leute wollen ihre Anhänger aus dem Mainstream generieren. Der ist aber unter dem Einfluss der Altparteien. Die Altparteien können dieses Foto nehmen, können jederzeit auspacken, und damit Jörg Meuthen die Pfanne hauen und plötzlich entdecken, dass er eigentlich ein ganz schlechter Mensch ist und mit Rechtsextremen gemeinsame Sache gemacht hat, wenn er Dinge macht, die ihnen nicht passen. Das geht viel leichter, als Hans-Georg Maaßen schlecht zu machen.
Sie müssen nur plötzlich anfangen auszugraben. Ah ja, in der Vergangenheit war das ja auch so und so. Und dann entdecken sie plötzlich seine Position, dass er ja eigentlich auch rechtsextrem ist. Und dann muss Jörg Meuthen einknicken oder er ist weg vom Fenster. Was heißt das? Man kann davon ausgehen, Jörg Meuthen ist schlau genug und ist sich dessen bewusst. Aus meiner Sicht haben wir es hier mit Postenjägern zu tun. Das heißt, diese Leute wollen einfach Posten haben und ihre Diäten beziehen. Denen geht es nicht um Positionen. Das heißt, ein Jörg Meuthen, das, was er hier macht, ist Populismus. Er redet jetzt den Leuten nach dem Mund, wie er sich erst vor seiner Wiederwahl beim Flügel eingeschleimt hat und danach er etwas ganz anderes gemacht hat. So bezieht er jetzt AfD-Positionen, um dass ihn die AfD-Wähler gut finden. Aber ich denke, diese Leute, die stellen sich das so vor, sie haben jetzt ihren politischen Platz, sie bilden sozusagen eine FDP-Light und beziehen dann eben die Position, die die Altmedien wollen und knicken ein. Weil Jörg Meuthen weiß, die Altmedien haben ihn in der Hand. Er ist jetzt diesen Weg gegangen. Und das bedeutet, Jörg Meuthen, das ist wertlos. Im Grunde, diese Jörg Meuthen-Leute, das ist schon die Altpartei in der AfD. Und man sieht jetzt auch ganz eindeutig, Jörg Meuthen hört nicht auf, die AfD schlecht zu machen. Die Hälfte der AfD. Und wie soll man so Wahlkampf machen? Ich persönlich oder ganz viele möchten einen Jörg Meuthen nicht fördern. Wie soll man denn so Wahlkampf machen, wenn man diese ganzen Leute hat, man weiß, wenn man Wahlkampf macht, man hilft diesen Leuten auch, dass sie ihre Posten wieder bekommen, die sie nur dazu nutzen, um wieder nachzutreten, um wieder die Flügelleute im Dienst der Altmedien und der Altparteien schlecht zu machen. Oder wie gesagt, der Leute, die in den Altmedien bestimmend sind. Und das sind Linksextreme, die sich über Jahrzehnte da angesammelt haben. Sie geben durch Belohnung und Bestrafung den Altparteien vor, was sie zu tun haben, durch ihre Berichterstattung. Die Altmedien steuern durch propagandistische Tricks die Meinung der Bevölkerung und die Bevölkerung wählt dann die Politiker, die den Altmedien mehr oder weniger genehm sind. Zu einem großen Grad. Natürlich ist diese Kontrolle nicht vollständig, aber sie ist mittlerweile sehr groß. Das liegt auch daran, dass die Altmedien vollkommen gleichförmig berichten und YouTube viele nicht benutzen. Es ist aber so, dass die AfD-Wähler sich diesem Einfluss entziehen. Das heißt, die ganzen AfD-Wähler, die wir jetzt schon haben, sie konsumieren YouTube, sie konsumieren sich alternativ, sie sind nicht im Einflussbereich der Öffentlich-Rechtlichen. Und deswegen ist es auch ganz leicht, eine neue Partei zu machen und das publik zu machen. Wenn man jetzt eine neue Partei gründet, dann ist ja die Angst, jetzt zerfasert alles und wir erreichen die Leute nicht. Die Altmedien werden ja nichts berichten, dass es jetzt eine neue Partei gibt oder sie werden sie nur als rechtsextrem hinstellen. Und was sollen wir dann machen? Dann haben wir ja gar keine Chance, was Neues groß zu kriegen. Jetzt ist die AfD ist groß, aber was Neues, jetzt, wir werden ja nirgendwo dargestellt. Es ist aber in Wahrheit so, die Jörg-Meuthen-Partei oder für das, was Jörg Meuthen steht, niemand will das wählen. Fast niemand. Ich denke mal, das sind 3% Tendenz abnehmend, wenn es eine neue Partei gibt. Oder abnehmend dann, wenn sie sehen, dass Jörg Meuthen auch seine inhaltlichen Positionen verlässt, wenn die Altmedien Druck auf ihn ausüben in Zukunft. Ganz viele Leute, das sehe ich auch auf meinem Kanal, sind im Moment demotiviert, AfD zu wählen, weil sie den Meutherianern keine Unterstützung geben wollen. Wenn man jetzt eine neue Partei gründet, man kann das in YouTube, die AfD-Wähler sind ja auch extrem interessiert politisch. Sie halten sich ja auf YouTube auf. Das heißt, das weiß sofort jeder, wenn es eine neue Partei gibt. Wichtig ist nur, dass alle bekannten Personen, Roman Reusch, Alexander Gauland, Höcke, Kalbitz, dass diese ganzen Leute, dass sie sofort mit dabei sind. Natürlich Weidel, ich könnte jetzt alle aufzählen, aber eben alle guten Leute. Das ist eben wichtig, dass diese ganzen Leute sich auch abtrennen, sodass in der AfD, in der jetzigen AfD, nur noch die Meuthen-Leute übrig bleiben und alle anderen in die neue Partei gehen. Es ist dann überhaupt kein Problem, das bekannt zu machen, sodass alle Leute wählen und Werbung machen. Und vor allem dann sind die Leute motiviert, weil sie wissen, sie machen nicht Werbung für Meuthen. Und es kommt nicht irgendwie ein Nackenschlag nach dem nächsten. Die Leute werden weggemobbt.
auf unverschämteste Art und Weise. Man muss sich auch daran erinnern, wer ist Roland Hartwig? Das ist ja nicht irgendein dahergelaufener Idiot. Das ist ein Top-Jurist. Ein würdiger Top-Jurist, der einfach mal eben so abgesägt wird, weil er anscheinend Jörg Meuthen und dem Vorstand nicht genehm war. Das ist unerhört und das stößt auch auf Empörung. Und es ist auch, macht auch deutlich, Jörg Meuthen hört nicht auf. Es geht immer so weiter. Das gibt, denke ich, das wird, denke ich, viele davon überzeugen, dass es jetzt an der Zeit ist, eine neue Partei zu gründen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Weil es ist vollkommen klar, es wird immer so weitergehen. Es wird kein gutes Ergebnis für die AfD geben. Und auch ein 9, 8, 7% Ergebnis oder 10%, das bringt auch nichts, weil das zu gering ist. So kann man dann die AfD immer noch in der Öffentlichkeit ausblenden. Wenn man jetzt aber sieht, die ganzen Leute, wenn man die überzeugt, auch ohne die Meuthen-Partei sind locker 20% möglich bis zur nächsten Wahl. Wenn alle top motiviert sind und man es richtig macht. Für diese 20% brauchen wir die Altmedien nicht. Da reicht YouTube und die anderen alternativen Medien. Wenn Querdenken mitmacht, wenn alle mitmachen, es sollte eine inhaltsoffene Partei sein. Das ist ganz wichtig, dass es jetzt um die entscheidenden Ziele geht, dass man die Demokratie in Deutschland wiederherstellt. Das sollte dieses Ziel der Partei sein. Es sollte sogar noch sich noch weniger festlegen als die AfD. Sondern es geht jetzt darum, diese wichtigen entscheidenden Punkte, die zu lösen. Und dann könnte sich diese neue Partei auch wieder aufteilen in unterschiedliche Parteien. Sondern es sollte eine Partei speziell sein, jetzt für diese dringenden Probleme die Meinungsfreiheit wiederherzustellen. Und da machen Querdenken mit, da werden ganz viele mitmachen. Da werden alle mitmachen. Und die Meuterianer, die können schön in der AfD bleiben. Es interessiert sie ja so, die haben keine Zukunft, weil es wird sie kaum jemand wählen. Ich denke nicht, sie werden nicht, die 5% werden sie nicht schaffen. Und wenn, dann kann es uns egal sein. Die 5%, die kriegen wir woanders viel leichter her. Und vor allen Dingen kann man dann mit dieser Motivation, mit der man dann Wahlkampf machen, ohne dass einem in den Rücken geschossen wird, wenn alle frohen Mutes sind, dann kann man ganz anders auftreten als in dieser schlechten Stimmung, wo eigentlich sich alle zerhacken. Oder wo, sag ich mal, wo man sich nicht gegenseitig zerhackt, sondern wo die Meuterianer ständig kommen und die Leute überall fertig machen, rausdrängen, ausschließen, drangsalieren. Und auch noch öffentlich schlecht machen, schlecht darstellen als rechtsextrem. Jetzt kann man sagen, ja, man hat Angst, dann kommen die Meuterianer, die stellen uns auch als rechtsextrem dar. Und das wird dann natürlich beobachtet vom Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz wird sofort da sein. Natürlich wird er das, aber das ist ja bei der Meuthen-Partei auch schon. Wahrscheinlich ist ja, also ich persönlich, ich kann das nicht beweisen, aber ich vermute stark, dass mit Jörg Meuthen auch irgendwas nicht stimmt, dass da Dinge im Hintergrund laufen, von denen wir nichts wissen. Das heißt, es ist sowieso jetzt schon das Problem da, dass dann, man kann sagen, irgendwelche Trolle von außen in die Partei reinkommen und sie innerlich zersetzen. Das ist ja das Hauptproblem. Man muss natürlich auch Angst haben, dass solche vom Verfassungsschutz bezahlten Leute dann Einfluss auf die Partei nehmen und sie in der Öffentlichkeit schlecht darstellen. Aber das Problem ist bei der AfD jetzt auch schon gegeben. Natürlich muss man bei einer neuen Partei genauso aufpassen, dass sie nicht unterwandert wird. Da muss man, alle müssen Disziplin haben, das ist selbstverständlich. Aber das ist was etwas anderes. Bei der Unvereinbarkeitsliste dachten ja alle erst, oder ich auch, dachte auch, klar, man muss aufpassen, dass die Partei nicht rechtsextrem unterwandert wird. Man muss da also wirklich vorsichtig sein, wer da reinkommt. Das ist auch so. Aber wenn man jetzt sich anguckt, klammheimlich, eben, wir alle haben, oder viele haben nicht genau aufgepasst, auf der Unvereinbarkeitsliste, da steht auch ein Michael Stürzenberger mit seiner BPE drauf. Nur weil der Verfassungsschutz den beobachtet, der politisch instrumentalisierte Verfassungsschutz. Diese Liste vom Verfassungsschutz wird auf die Unvereinbarkeitsliste unkritisch übernommen. Zu 100%. Und das ist ein Unding. Das ist auch ungerecht. Auch zum Beispiel Andreas Kalbitz, wenn jemand aus meiner Sicht, auch wenn er jetzt tatsächlich in der HDJ gewesen sein sollte, er hat sich untadelig benommen und dann hat man nach vielen Jahren auch eine zweite Chance verdient. Und das ist ja auch so, keine andere Partei hat eine Unvereinbarkeitsliste und sie nutzt auch vor dem Verfassungsschutz nichts. Weil ob jemand irgendwann mal in irgendeiner Organisation war, hat nichts damit zu tun, wie er jetzt zu beurteilen ist. Wenn wir uns die Grünen angucken, die Hälfte der Grünen früher im Vorstand waren, ich weiß es jetzt nicht genau, wie viele Grüne genau,
Aber zum Beispiel Winfried Kretschmann, aber auch andere waren in kommunistischen Vereinigungen, klar demokratiefeindlich. Da sagt Winfried Kretschmann heute, ja, ich habe keine Ahnung, was mich früher geritten hat. Aber das interessiert keinen Menschen. Oder es wird natürlich, die Öffentlich-Rechtlichen sprechen jetzt pflichtgemäß mal kurz an. Und dann sagt Winfried Kretschmann einen Satz dazu. Und dann kann er eine halbe Stunde wieder von seiner Familie erzählen, was für ein netter Mensch ist und wie herzlich und wie nett und überhaupt wie toll die Grünen sind. Hat er dann schön eine Wahlkampfplattform. Man sieht, es hat aber objektiv nichts damit zu tun, wie jemand zu beurteilen ist. Wie jemand auch beurteilt wird. Über die Jahre hat Jörg Meuthen und andere haben überall diese Fallen ausgelegt, wo man, wenn man nicht aufgepasst hat, dass man denkt, das ist gut, aber wo in Wahrheit es überhaupt nicht gut ist. Und dieser Zustand, der ist einfach furchtbar und der ist untragbar. Und wenn Jörg Meuthen im Frühjahr gesagt hat, dann geht doch, macht eine neue Partei, ist doch besser mit zwei Parteien, er hat geblufft. Das ist ein Bluff, weil wenn er eine eigene Partei hat und die anderen weggehen, Gauland, Weidel, wenn sie alle weg sind, er hat aus meiner Sicht keine Chance. Das weiß er auch. Also aus meiner Sicht, geschlossen eine neue Partei gründen, jetzt sofort, so schnell wie möglich. Und dann haben wir alle Chancen, dann wird alles gut. Wir sind auf die Altmedien nicht angewiesen. Es werden schnell genug alle Leute wissen und wir können auch Flugblätter, Briefkastenflugblätter, alles verteilen. Das ist gar kein Problem. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.